Hallo, willkommen aus dem Toverland. Wir waren echt schon oft hier dieses Jahr, ne? Ich weiß gar nicht wie oft, aber wir waren oft hier. Und wir sind jetzt wieder da zu Halloween, weil heute fängt die Halloween-Saison hier an. Heute ist der erste Tag und wir wurden heute eingeladen, jetzt auch noch so ein kleines Presse-Event, um die neue Maze zu testen, You're Mine. Wir wurden da schon ein bisschen geteasert letztes Jahr bei so... Nee, das war dieses Jahr? War es dieses Jahr? Boah, kommt mir schon so lange her vor, bei so einem Scare-Event, wo wir waren. Da wurde schon so ein bisschen angeteasert, dass es eben ein neues Maze mit Minen-Thema geben wird und heute testen wir es. Und wir werden auch noch 3 andere Mazes machen, die haben wir auch noch gebucht für heute und ja, uns auch so ein bisschen im Park umschauen. Dann würde ich sagen, auf geht's, kommt mit und erlebt mit uns Halloween im Toverland! Wir haben einen Muffin bekommen, sehr toll, ein Halloween-Muffin. Und hinter mir, ich kann es gar nicht glauben, wir haben einfach so einen riesen Erdwall hier aufgeschüttet, nur für diese Maze und so einen Felseneingang dazu gebaut. Das ist ja mega krass, also wow, hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass hier so ein Aufwand betrieben wird. Jetzt bin ich noch gespannter, was uns da drinnen gleich erwarten wird. Prost! Prost. Heute ist ein sehr schöner und spannender Tag für uns, weil wir eröffnen unsere temporären Pop-up-Ausstellung über Bergbaudirektor Meindert Müller. Und wir haben das in nur 10 Wochen gebaut. Das ist Wahnsinn. 10 Wochen und dann sieht man das hier. Und das für eine Ausstellung, die nur 13 Tage dauert. Habt ihr allen schon ein bisschen Lust dazu? Ja! Das war nicht so laut wie die Holländische. Da haben wir ja auch mitgejubelt. Ja, okay. So wollte ich das hören. Das ist ein Bergbaudirektor und er hat nicht nur die Bergbau hier getan, aber er hat auch eine Suche gemacht nach dem Magnum Opus. Und das soll ein Stein sein, der das ewige Leben verleiht. Meindert Müller ist schon 100 Jahre vorher auf die Suche gegangen, aber er ist niemals zurückgekehrt aus diesen dunklen Stollen. Aber sie haben Glück, weil die Bergbaustollen, die sind heute geschlossen, weil wir haben eine Untersuchung dort. So, keine Sorgen, sie werden einfach wieder hier rauskommen. Aber meine Entschuldigung für die Unannehmlichkeit. Okay? Okay, 3, 2, 1! Hallo! Hallo! Guten Mittag! Ja! Goedemiddag, welkom in Mijnbouw Museum Zevenen. U kunt uw tickets laten scannen bij kassa 1. Mogen we? Ja. Ja. Het was zijn levensdoel om de Magnum Opus te vinden. Een materie die naar legendes het eeuwige leven zou bieden. Hij stichtte een mijn op de plek waar het enige afgebroken restant ooit is gevonden. Hij liet mijnwerkers zwoegen en delven naar steenkool tot ze... Ja, want ze zeggen dat het afgebroken is en dat het hier in de mijnen nog veel meer ligt. Ik hoor s'nachts als ik hier aan het werk ben geklop en ik word er knettergek van. Ik ben bereid om de mijn in te gaan. Gaan jullie mee? Ja! We gaan wel backstage nu dan, er hangen geen camera's. Okay. Dus de camera's mogen vanaf nu ook uit. Also, wir haben gerade Now You're Mine gemacht, die neue Maze hier im Toverland. Und ja, ihr habt ein bisschen was gesehen von den ersten 2 Räumen. Da durften wir noch filmen. Das hat jetzt so ein bisschen wie ein Museum angefangen. Und dann ist man eben Backstage gegangen und dann war eigentlich so, naja, die Maze ist so ein bisschen klassisch, wie man es kennt, aber mit super vielen Effekten, die ich noch nie gesehen habe. Also wirklich krasse Sachen. Eine Sache fand ich besonders krass. Ich möchte es aber nicht spoilern, oh Mann, ihr müsst es wirklich selber erleben. Also wirklich, und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dann in die Kommentare schreibt, wie ihr es fandet. Oder mir eine private Nachricht schickt, wie ihr es fandet, wenn ihr ein bisschen spoilern wollt. Ja, ich weiß, Kevin möchte essen, aber ich muss noch kurz... Aber Matthias hat's gesagt. Er wollte essen. Ja, er schiebt's auf dich. Ja. Wir sind jetzt zu viert da durchgegangen. Ich habe mir gerade sagen lassen, dass da bis zu 8 Personen durchgehen. Da weiß ich nicht, ob dann die Experience noch genauso gut ist. Natürlich kleinere Gruppen sind immer besser, aber es war auf jeden Fall sehr lang. Und ja, also wie gesagt, probiert's aus. Ich habe heute sogar ausverkauft, schon direkt. Und also war Tickets sehr lange früh Schlange kaufen, gerade. Früh die ja, Tickets kaufen. Ja, genau, also. Was kostet denn der Spaß? 59. Und ist es das wert? Ja, ich finde ja. Also wirklich, da gibt's echt, da gibt's Mazes, die kosten mehr und sind nicht so gut wie das hier. So, wir begeben uns jetzt mal nach Avalon, glaube ich, wo wir jetzt essen gehen und wo Kevin Schokomel kriegt. Bezahlen von Matthias. Jetzt haben wir es entwickelt. So, los geht's. Aber ihr seht jetzt erstmal noch ein Interview. Wir haben eben noch ein Interview gedreht, das wollte ich jetzt hier nach noch schneiden. Also nicht, dass ihr gleich verwirrt seid. Es kommt erst noch ein kurzes Interview. Ja, wir stehen hier mit Luke Verhoeven, Manager vom Entertainment hier im Toverland. Guten Tag, Matthias. Hallo, lange nicht gesehen. Erstmal Glückwunsch zu dieser atemberaubenden Experience. Ich glaube, wir haben noch gar kein Review gemacht. Machen wir gleich. Schneiden wir gleich noch rein, aber wir sind gerade ziemlich begeistert von dem, was wir da gesehen haben. Danke, danke. Ja, kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Wie kamt ihr auf die Idee und ja, wie habt ihr angefangen, das umzusetzen? Ja. Wir sind in 2021 angefangen, ganz am Ende des Jahres, mit der Idee, wir brauchen ein neues Halloween-Haus. Wir sind mit vielen Kollegen zusammengegangen und haben dann die Idee für ein Haus mit Main-Themen, für die Main-Gange entwickelt. Und dann in den letzten 2 Jahren haben wir das weiterentwickelt und dann hast du hier das Now You're Mine entstanden. Okay, und es wurde eben gerade gesagt, 10 Wochen habt ihr alleine für den Bau nur gebraucht. Das ist ja eine wahnsinnig schnelle Zeit dafür, wie groß diese Attraktion auch geworden ist. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr das alles selber gemacht? Wir haben natürlich viele Parteien dazu zusammen gehabt. Parteien, die wir das ganze Jahr benutzen, um andere Fahrgeschäfte und andere Dinge zu entwickeln. Und die haben wir alle zusammengesetzt und dann haben wir in sehr schnellem Tempo alles hier aufgebaut. Ja. Wow. Ja. Wir waren sehr beeindruckt, dass hier auch dieser riesige Erdhügel auf einmal ist. Also das ist ein wahnsinniger Aufwand, den ihr hier betreibt. Wie viele Scare-Actor sind da drin ungefähr? Mehr wie 20. Mehr als 20? Wir haben natürlich direkt bei Angang die Tickets, aber auch später im Museum haben wir Scare-Actor. Und ja, ihr wisst natürlich, wenn die Durchgang brauchen, dann haben wir auch so einzige doppelt. So, man sieht nicht wirklich 20 Charakter, aber ja, doch sehr viel. Wahnsinn. Und wie groß sind die Gruppen? Wir waren jetzt zu 4. Ja. Das plant ihr für eine Gruppengröße? Wir planen bis 8. Bis zu 8? Ja, okay, genau. Und kannst du verraten, wie viele Personen pro Stunde, das interessiert mich persönlich jetzt einfach, wie viele Personen pro Stunde wollt ihr ungefähr schaffen? Ja, so 8 Personen und dann jedes Minute ungefähr eine Gruppe, okay. Zwischen 1 Minute und 1 Minute 30. So, okay. Da kannst du selber rechnen. Ja. Okay, ja, hast du noch eine Frage, Natalia? Ich glaube nicht. Du bist der Mann, der von uns da die Interviews macht. Also es ist deine Aufgabe, okay. Matthias. Ich halte nur die Kamera. Dann eine andere Frage noch. Ist das jeden Tag schon ab 16 Uhr während Halloween? Während Halloween ab 15 Uhr. Ab 15 Uhr schon? Ab heute ab 16 Uhr. Oh, okay. Ja. Also ihr könnt schon ab 15 Uhr in diese Maze gehen, dann verpasst ihr nicht so viel, was dann noch so im Park los ist, denn ihr habt ja noch sehr viel anderes. Ja, wir haben dieses Jahr ab 15 Uhr Now You're Mine, ab 16 Uhr Maison de la Magie, ab 17 Uhr Dollhouse und die andere Mazes, die anderen 3, ab 19 Uhr. Ah, okay. Super, ja, vielen Dank, Luke. Sehr gerne. Dann sind wir gespannt, was uns noch so erwartet. Schönen Tag heute. Ja, danke. Ich mache jetzt ein kleines Unboxing von unserem Goodie-Bag. Wir haben ja natürlich so ein Schlüsselbändchen bekommen, davon haben wir mittlerweile schon ein paar zu Hause. mit so einem Kärtchen, damit wir reinkommen. Und im Goodiebag ist ein Magical Beer, jetzt extra eine Scary Pumpkin Version. Die kriegt ihr hier im Toverland. Übrigens tolles Detail mit dem Barcode, dass es eine Achterbahn ist. Sehr cool. Ja, was ist hier noch drin? Ein Parkplan, damit wir wissen, wohin. Ein Bändchen zu der Maze, wo wir gerade drin waren, Now You're Mine. Warte mal, das ist nicht scharf gewesen. Jetzt? Ja. Okay, so ein Bändchen. Dann haben wir hier noch... Ah, da geht's noch weiter. Ich weiß, der ist leider eingepackt. Soll ich ihn mal auspacken, Nathalie? Ausziehen, ausziehen. Ah, ein Now You're Mine Schlüsselanhänger. Hinten ist auch Toverland drauf. Und dann haben wir auch noch was. Mann, das ist Wahnsinn. Ah, noch einen Pin von Now You're Mine. Also mit Merchandise könnt ihr euch hier voll ausstatten. Sehr cool. Das Essen war gut, nur leider habe ich versäumt zu gucken, ob das scharf ist. Und deswegen bin ich ein bisschen im Eimer gerade. Aber wir holen was nach, was wir letztes Mal nicht gemacht haben zu der Eröffnung hier von Avalon. Und zwar Jumping Juno. Uns wurde gesagt, das soll sehr cool sein. Matthias hat es schon gemacht. Aber dann mach ich jetzt einen. Ich saß hier noch nie drin. Oh, wir sagen jetzt schon hoch. Aber wir sind zu schwer. Hey, oh. Ja, komm. Wir arbeiten. Das Kind vor uns findet es nicht so cool. Nee. Ja, wir stehen jetzt hier in Port Laguna. Es hat sich gefühlt der halbe Park hier versammelt, denn gleich ist die große Parade, wo alle Scare-Actor zusammen in den Park einmarschieren und die gruselige Halloween-Zeit beginnt. Ja, und wir haben hier, glaube ich, obwohl wir sehr spät waren, einen ziemlich coolen Platz noch erwischt. Man musste sich so ein bisschen durch die Masse zwängen, aber hier ist noch genug Platz. Also, ja, bin jetzt gespannt. Ja, jetzt hör auf. Willst du wieder was essen oder was? Und ja, ich bin jetzt gespannt, was gleich passiert. Ich finde die Kostüme im Toverland immer sehr cool und freue mich, die gleich wieder zu sehen. Oh, hinter dir ist Phoenix. Ich weiß. Zeig mal, wo Phoenix ist, Matthias. Da. Und dann. hatte das Persönlichkeitsrecht von sehr vielen Menschen verletzt. I'm sorry. Aber es war so voll und es ist immer noch so voll hier. Aber können wir bitte ganz kurz drüber reden, wie episch diese Eröffnungsshow-Parade war? Das war mega, oder? Das war sehr, sehr episch. War wirklich cool. Ich glaube, wir müssen anfangen, das Toverland ein bisschen härter ranzunehmen, weil die haben selber die Messlatte sehr hochgelegt jetzt. Aber es ist auch mittlerweile, früher war es immer so, ah ja, Toverland Halloween ist ja nicht so voll, nicht so viel los. Jetzt der erste Tag. Fast alle Mazes sind ausgebucht. Es ist so voll schon. Aber die Stimmung war gerade so gut. Ja, mega. Und es ist auch immer noch sehr friedlich, finde ich. Die Leute, es sind viele Kinder dabei. Ja, die haben einfach Spaß, die kreischen und so. Ist ja okay bei einem Halloween-Event. Ist einfach irgendwie cool. Einfach geile Stimmung, Menschenmassen, aber trotzdem bringen sie es irgendwie saugeil. Wie sie da aus dieser Tür da rauskommen, aus diesem Tresor oder was auch immer. Aber ich darf jetzt auch mal meckern. Ja, mach! Vom Crowdmanagement her, das mit der Parade war letztes Jahr schon kritisch und dieses Jahr ist es immer noch. Also sorry, aber das muss man irgendwie anders lösen. Entweder mit Personal oder in anderer Location. Das ist zu eng, zu voll, keiner kann richtig gucken. Das ist irgendwie nichts. Ah ja, es war okay. Bei mir. Ja, bei dir. Ja. Wenn du Kind bist. Ich kann nicht für alle sprechen. Ja. Genau. Wir gehen jetzt zuerst zur zweiten Maze. Einen haben wir ja schon. Ja, genau. Wir gehen zum Dollhouse. Yes. Nicht zu verwechseln mit Dolltown. Ach ja. Das kommt dann später dieses Jahr, diesen Monat. So, wir sind schon wieder in der Scare Zone hier. Wie heißt die Scare Zone? Nebel. Die heißt nicht mehr, das Fiesta de los Muertos, glaube ich. Irgendwie so, ja. Aber wir wollten euch ganz kurz erzählen, wir haben gerade das Dollhouse. Nee? Dollhouse? Ja. Doch, Dollhouse gemacht. Es war okay, aber es ist echt nichts Besonderes. Ne? Es ist klein, ich würde sagen, ein absoluter Einsteiger-Maze. Ja. Nicht, absolut nicht schlecht, das hat Scares. Ja, es hat, glaube ich, 5 Euro gekostet. Ja. Und für den Preis ist es wirklich okay. Es ist gut. Aber es hat nichts gegen das andere. Ja, nein, natürlich also es ist ein ganz anderes Level hier, das Now You're Mine. Jetzt gehen wir zur nächsten Maze und zwar Fear the Woods. Das ist echt spannend. Ich zeige euch jetzt kurz ein mega süßes kleines Bähnchen. Und es gibt eine kleine Planänderung, denn, wie heißt es noch? Fear the Woods. Genau. Hat leider eine technische Störung gerade. Da wurde uns gesagt, wir können auch was anderes, da warten, was anderes später machen oder woanders hingehen und das später nochmal machen. Und deswegen sind wir jetzt gegangen und machen erst Trapped. Das machen wir jetzt. Gehen nachher da nochmal zurück. Ich bin gespannt, wie sie das gleich lösen, weil ja, ich glaube, dass die neue Maze auch schon eine technische Störung hatte heute Morgen. Da war auch schon sehr voll, als wir rauskamen. Aber ja, wer beobachtet uns? Hey, Rüben! Rüben! Hallo. So, das hat geklappt hier. Oh, es macht nichts. Wir waren nämlich in Trapped. Und wir waren auch gefangen. Ja. Es ist halt wirklich immer noch dieser Ehrgarten, den es auch tagsüber gibt oder gab. Gibt, ja. Und man irrt da halt drin rum, bis sofort so rumgescheucht. Es ist richtig Terror, es ist richtig Terror-Maze. Also absolut. Nur Strobo, Kettensägen, Nebel. Aber ich habe mich einige Male echt erschreckt da drin, muss ich schon sagen. Ich mich auch. Aber es ist halt nicht so viel Thematisierung da drin, es ist eher wirklich Terror. Aber die verkaufen Terror und sie bieten Terror, also ist ganz gut. Was wollen wir jetzt machen? Silk. Ja, die neue Scare-Zone. Die neue Scare-Zone oder veränderte Scare-Zone. Ja. Die ist nämlich jetzt am alten Eingang des Toverlands. Ich bin sehr gespannt. Ach. Was? Man kann gar nichts mehr sehen. Wunderschön, hat das wunderschön. Was eine Scheiße! Okay, ihr könnt nichts sehen, aber stellt euch vor, ihr habt eine Gardine im Gesicht, die heute schon mindestens 100 andere im Gesicht hatten. Das will ich unbedingt machen. Okay, ich mache es doch nicht, weil es kostet 4 Euro extra und ich möchte nicht Geld bezahlen, um mich auf die Schnauze zu legen. Man denkt, du wärst schon drin gewesen. Ja. Nee, dabei war ich in einem anderen Fahrgeschäft. Oh. Erinnert euch noch an dieses krasse Fanghaus, was es hier gab, letztes Jahr und das Jahr davor und das Jahr davor vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ich glaube, das wurde ein bisschen zu heiß gewaschen. Es ist ein bisschen geschrumpft. Es sieht immer noch ganz nett aus, aber glaube ich nicht mehr das, was es mal war. Aber es kostet nichts extra. Okay, wie ihr vielleicht hinter mir seht, ist hier auch keine Warteschlange. Aber es ist ein Wartebereich aufgebaut und ich zeige euch jetzt mal, wo der Eingang zu diesem Wartebereich ist. So, hier ist der Eingang. Da ist das Lauf. Jetzt gehen wir hier mal rein. Okay, Brüder, volgens mij zijn we alweer opgelopen, toch? Wir haben es geschafft nach einer Weltreise. Das war bei dir so elegant. Hoppa! Was war das denn? Aua! Anführungszeichen neue Clowns Gerson, die wird ja verplatzt. Was heißt das auf Deutsch? Hat einen neuen Standort. Gibt es das Wort nicht auf Deutsch? Ist egal. Also, es war irgendwie ganz cool, weil es halt viel größer war und jetzt so ein richtiges Gerson, wo man nicht nur wie es durch so eine Maze durchläuft, sondern halt sich auch frei drin bewegen kann. Es gibt mehr Attraktionen jetzt da auch, wobei eine extra kostet. Eine? Ja, und ja. Audi Lukas auch. Ja. Aber ansonsten, ja, es war schon ganz cool, oder? Die Charakter haben das sehr gut gemacht. Mir fehlte tatsächlich etwas Atmosphäre da. Das war so ein... Ja. Das war nicht... Menschenmasse. Nee, also es war so ein Durcheinander irgendwie. Also es war nicht mehr so schön wie damals, die Atmosphäre. Ja, das stimmt. Weiß schon. Nicht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat das nicht so ganz hingehauen. Natürlich fehlt mir auch das tolle Cakewalk, weil jetzt ist nur noch eine kleine da. Naja, es war trotzdem cool. Es war trotzdem cool, aber... Es war eigentlich nicht viel anders, muss ich ehrlich sagen. Ja. Eigentlich war es ziemlich gleich. Na gut, wir gehen jetzt noch in ein paar Scares und fahren noch ein bisschen was und ich zeige euch ein paar Aufnahmen davon. Viel Spaß! Wir laufen gerade zu Destroy. Ich glaube, es ist meine Lieblings-Scare-Zone und immer noch Destroy. Und die Scare-Actor hier ist sehr cool. Mit viel Nebel. Wir haben uns für die erste Reihe entschieden, was gar nicht mehr erwartet hat, was in den anderen Reihen war. Diese Garde ist da aufgelaufen, als wir anstanden. Also beste Wartezeit, Feuer, Unterhaltung, Nebel, alles cool. War eben noch in der Shadows of the Sea. Mhm, bei den Fischen. Und wir haben fast vergessen, wir haben noch eine Maze zu machen. Ja. Da gehen wir jetzt hin, also zu Fear the Woods. Und haben uns hier extra atmosphärisch in den Nebel gestellt. Und hier fährt noch Phoenix, sind wir eben auch noch gefahren. Und ganz kurz noch ein Review zu dem Maze Fear the Woods, was wir auch gemacht haben noch. War übrigens kein Problem, später reinzugehen. Ja, uns hat es nicht so abgeholt. Es war halt sehr leise da drin, es war irgendwie keine Musik an oder so. Kann sein, dass es mit dem technischen Problem zusammenhängt, ich weiß es nicht. Aber waren halt auch nur so Aufstellwände, was man halt deutlich gesehen hat in so einer Halle. Also es ist irgendwie eine Halle in der Halle und da sind halt so Aufstellwände drin. Das hat uns nicht so abgeholt. Was wir euch hier aber auf jeden Fall empfehlen können, sind die Mazes Now You're Mine, Maison de la Magie und The Witch's Forest. Und davon war, glaube ich, Now You're Mine heute echt unser Highlight, oder? Was sagst du? Das war wirklich so cool. Also wirklich, das kann mir echt empfehlen. Und die anderen beiden haben wir letztes Jahr gemacht, die haben wir dieses Jahr deswegen ausgelassen. Ja, jetzt haben wir gerade noch das Feuerwerk gesehen, das war das gleiche wie letztes Jahr, glaube ich. Und aber das war toll. Ja, es war toll. Ich finde es schön, dass wir die Park-Soundtracks verwenden. Ja, jetzt ist der Park geschlossen. Wir haben es nicht mehr geschafft, noch irgendwas zu fahren, aber es ist nicht schlimm. Man kann nicht immer alles machen. War noch spät heute hier, erst um 15 Uhr. Ja. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir verabschieden uns von euch in diesem Video. Wir sehen uns in einem anderen Video aus einem anderen Park wieder. Bis dann. Tschüss.